Lieben, da ist wieder eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Und heute geht es endlich um den Indominus-Hybriden von Hasbro. Und hier auf dem ersten Blick wird schon deutlich, dass der Hybrid viel größer ist als das klassische Modell. Leider kann der klassische Indominus nicht alleine stehen wegen Gelenkschwäche. Deswegen musste ich ihn jetzt mal so ein bisschen abstützen. Der Indominus-Hybrid kann sich auch nur ab dieser Pose einigermaßen auf seinen Beinen halten, kippt sonst auch nach links weg. Ja, die Beine, die stehen zu eng beieinander. Das ist natürlich ungünstig für die Standfestigkeit des Modells. Ist nicht sonderlich gut ausbalanciert. Das geht leider nur in dieser Pose. Aber kommen wir jetzt doch mal zum Modell selber. Dieses Modell kommt mit zahlreichen Features daher. Eine ganze Batterie an verschiedenen Sounds sind zu hören. Ein paar Action-Funktionen und eine coole Schnappfunktion, wenn sie denn funktioniert. Hier auf die Seite drücken und genau, dann passiert genau das. Das Modell macht unglaublich viel Alarm. Und ist an sich eigentlich ziemlich cool. Die Grundfarbe bei diesem Modell ist heller als wie bei dem klassischen Indominus. Dazu zeigt er noch eine sehr auffällige rote Färbung und noch Goldtöne an Füßen, Bauch und Armen. Auch im Gesicht ist er natürlich noch mal ein bisschen dunkler abgesetzt, besonders an den Schädelhöhlen. Die sind noch mal dunkel unterlegt. Er hat ein rotes Auge mit einer kleinen geschlitzten Pupille da drin. Und allgemein wirkt er viel, viel böser und aggressiver als das klassische Modell. Interessanterweise hat dieses Modell noch lange Fangzähne im Oberkiefer, die bei der Schnappfunktion mit ausgelöst werden. Ja. Sehr gesprächig, dieses Modell. Also hat noch lange Fangzähne, die bei der Schnappfunktion ein- und ausfahren. Das ist auch noch ziemlich cool. Und auch hier vorne sieht das sehr speziell aus. Auch da hat er noch mal ganz besondere Zähne, wie man hier vielleicht auch so ein bisschen sieht. Auch hier hat er nochmal sowas wie lange Fangzähne, die eher so im Inneren des Mauls sind. Sobald dieses Modell den Kopf nach oben streckt bzw. die Kiefer aufreißt, kommen diese Fangzähne noch deutlicher zum Vorschein, wie man hier schön sieht. Und natürlich immer am Brüllen. So sieht dann also einmal der Kopf in Nahansicht aus. So nochmal die Ansicht des Mauls von innen. Ist ein bisschen schwierig gezeigt bei diesem Modell. So sieht das Ganze dann also aus. Angedeutete Zunge im Kiefer. Schönes Modell. Hat noch ein paar Stacheln mit auf dem Kopf. Hier oben zum Beispiel. Da und so weiter. Und auch hier nochmal am Hinterhaupt. Das sieht wirklich bösartig aus und natürlich, dass diese Schädelhöhlungen hier, diese Schädelfenster auch nochmal dunkel unterlegt wurden. Das ist wirklich cool. Und natürlich kommt auch dieses Modell nicht ohne die berühmten Hasbro-Schraubenlöcher aus. Auch die finden sich hier und da an dem Modell. Ja, anscheinend war es nicht möglich, die mal irgendwie zu verdecken. Gut, hier unten sind auch noch welche. So sieht dann mal der Bauch von unten aus, ne, mit dem Batteriefach und dem Lautsprecher. Batterien wurden schon mitgeliefert. Mal eines der Oberschenkels. Die Details sind eigentlich sehr, sehr schön. So sehen dann die Füße aus. Die sind etwas schmaler als wie beim klassischen Modell. An der Seite des Körpers findet sich hier ein Knopf, den kann man drücken, ein Feld, wo man drücken kann. Und dann kommen die Stacheln am Rücken zum Vorschein. Und natürlich auch mit lautem Gebrüll. Dieselbe Knopfbetätigung fährt die Stacheln wieder nach innen. Die Details sind wirklich sehr, sehr schön. Die Hände sind auch hier bei dem Modell anders gestaltet als wie beim klassischen Indominus. Die sind hier etwas
feiner, etwas graziler und etwas kleiner. Am Hals hat er nochmal ein Gelenk. Da bewegt er den Kopf. Und auch das Maul, die Schnappfunktion wird so ausgelöst. Lauter Geselle. Ein sehr lauter Geselle. Ja, schwierig gezeigt, dieses Modell. Ne? Er ist so extrem wuchtig. Und laut. Hat ein ja fast echsenähnliches Gesicht. Die Wangen sind hier sehr breit, wie man hier sieht. Ne? Die sind sehr, sehr breit und wirken so ein bisschen wie die von einem grünen Leguan. Und vielleicht ist der Indominus auch so ein bisschen von einem grünen Leguan inspiriert. Wer weiß. Die langen Fangzähne lassen eher auf eine Schlange schließen. Arme und Beine sind bei diesem Modell alle beweglich. Ja, nur bei dem geht das hier sehr, sehr schwer. Ja, dafür ist er umso standfester, was das angeht. Ne, die Gelenke sind nicht so schwach wie die des klassischen Indominus. Dieser Arm löst die Funktion des Schnappens aus. Dieser Arm ist einfach so beweglich, ohne Funktion. Das war das Review zum Indominus-Hybriden von Jurassic World bzw. Hasbro aus dem Film Jurassic World. Ein Modell, das wesentlich besser ist als das klassische. Die Gelenke sind stärker, teilweise ein bisschen zu schwer angelegt. Er ist an sich schön gemacht. Die Schraubenlöcher hätten natürlich noch verdeckt werden können. Er wirkt etwas hochwertiger als der klassische Indominus. Und macht viel, viel her, hat ordentlich viele Sounds zu bieten, viele Actionfunktionen, die Schnappfunktion, die leider allerdings nur willkürlich funktioniert. Denn mal geht sie und dann geht sie mal wieder nicht. Und am besten funktioniert es, wenn man dieses Modell fast aufrecht stellt. Das ist meine Erfahrung inzwischen mit diesem Modell. Leider, leider, leider wird es die Hybridlinie mit diesem Indominus und auch dem grünen T-Rex in Deutschland niemals geben. Ja, also wer dieses Modell haben möchte, muss ihn leider im Ausland bestellen. Den wird man hier nicht zu kaufen bekommen. Ich hatte bereits mit Hasbro gemailt und da wurde mir das halt mitgeteilt. Deswegen ist es schade drum. Ja, also dieser Hybrid hier, der gefällt mir doch ganz gut. Zudem ist er auch noch gewaltig. Er ist unglaubliche 56 cm lang und in dieser Pose 36,5 cm hoch. Man kann ihn natürlich noch in verschiedenen Variationen positionieren, ob ganz tief oder aufrecht stehend. Umso größer ist er dann natürlich, viel, viel größer noch als der klassische Indominus. Viel, viel mächtiger, aber auch graziler an manchen Stellen. Die Finger und Hände sind kleiner als wie bei dem
alten Indominus Beine sind etwa ähnlich, nur die Füße sind hier etwas schmaler gestaltet. Die Details sind verblüffend, sind wirklich, wirklich gut. Die Bemalung, okay, ist mal ganz kreativ. Wirkt herrlich bösartig mit langen Fangzähnen in der Schnauze und Stacheln, die sich per Knopfdruck auch noch aufstellen bzw. wieder versenken lassen. Dazu einiges an Brüllsounds, was dieses Modell zu bieten hat. Fazit, Daumen hoch für dieses Modell mit einigen Einschränkungen. Wer da nochmal gern das Review zum klassischen Indominus sehen möchte, der schaut einfach nochmal in die Videobeschreibung. Da findet ihr das Review zu dem linken Exemplar. Hier nochmal kurz zum Vergleich nebeneinander aufgestellt. Und ich klinke mich dann wieder aus. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!